Im Aufstiegskampf in der zweiten Liga empfängt der HSV Wien Wiesbaden. Der neue HSV-Trainer Steffen Baumgart ist zu Gast im Studio. Heute um 22.50 Uhr. Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Von den Stürmen des Lebens. Eine Schatztruhe. Heute eine Zeitkapsel. Hier waren mal 2758 Pokale drin. Die Fanclubs, Familienmitglieder, Freunde, alle nach und nach haben sie gesagt, Mensch, Egon, hast du nicht für unseren Ausstellungsraum ein paar Pokale? Jetzt sind es vielleicht nur noch knapp 2000. Zwischen 1964 und 1997 ist Raketenmüller geradezu unschlagbar. Jetzt macht das Tor 30 Meter! Ah! 36 Bahnrekorde, 5-mal deutscher Meister, 3-mal Langbahn-Weltmeister und als erster und einziger Deutscher bis heute Speedway-Weltmeister 1983. Ausruhen? Heute wie damals nicht sein Ding. Der erste Weltmeistertitel 74, den ganzen Weg nach Hause hat Lupo, mein Mechaniker, gesagt, Egon, du bist Weltmeister. Ich gesagt, Weltmeister, was ist Weltmeister? Nächste Woche schon wieder nächstes Rennen, wenn ich das nicht gewinne, dann bin ich wieder eine Pappnase. Nein, also ich bin schon ein bisschen komisch. Hast du auch gemerkt, ne? Komisch ist vor allem, dass Egon mit seinen heute 75 Jahren noch immer da ist. Nach unzähligen Unfällen und 67 Knochenbrüchen. Härter als Müller war keiner. Wow, in Bremen. Steißbeinbruch. Nahtoderfahrungen inklusive. Wildhofen ist die Rennbahn. Und eine Bretterwand und dahinter ist der Friedhof. Und ich bin da voll Schrot durchgenagelt, war bewusstlos, wachte kurz auf und sehe nur Engel, Marmor, Engel, Grabsteine und alles. Und da habe ich gesagt, so Müller, jetzt hast du es ja geschafft, bis endlich im Friedhof, ist endlich unter der Erde. Statt unter die Erde geht's für Vollgas Müller wieder aufs Motorrad. Und falls die Knochen irgendwann doch nicht mehr mitmachen, findet er zur Sicherheit ein zweites Standbein. Rod Stewart habe ihm den Nummer 1 Platz in der Hitparade abgeluchst, sagt Egon. 1997, letztes Rennen. Das Tunen aber geht weiter. Jetzt nicht mehr am eigenen Motorrad, sondern für Nachwuchsfahrer. Heute arbeitet Raketenmüller als Moderator und PR-Berater und schraubt nur noch an seiner Straßenmaschine. Eins aber hat er gerade wieder angefangen, nach 40 Jahren. Doch leider lässt sich nicht umdrehen. Die Egon Müller Band. Wie ein Rennen und nicht langsamer. Wie ein Rennen und nicht langsamer. Vielleicht kommt noch mal ein Hit dabei raus, aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Raketenmüller macht einfach weiter. Und nicht langsamer. Raketenmüller, super Typ, ne? Ja, wirklich, ja.